Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den zwei um Viertel nach drei. Und Jack ist auch dabei. Guten Tag. Hallo Jack. Hallo Jack. Moment. Minas. Hallo Minas. Alter, ich habe jetzt gar nicht, mit dir rechnen. Ich guck so hoch und dachte mir, oh, Zombie. Weil ich und vor dir gestanden habe. Ja. Ja, wie immer, Spruch des Tages, neue Aufnahmesession, neues Glück. Jack, seine Axt ist immer noch, wie was pink? Ist es, würde ich mal eher so magenta, ist, lila. Pink. Übrigens pink. Scheint diese Axt dadurch nicht nur die Farbe verändert zu haben, sondern auch Abilities bekommen zu haben, also eine Erweiterung bekommen zu haben, ein Add-on. Okay. Mhm. Nur durch die Farbe. Naja, diese Farbe selber verändert, oder dieses Tool, was du darauf angewendet hast, dieser Mod, verändert anscheinend die Farbe und die Fähigkeiten der Axt. Also irgendwas müsste da plus 1 sein oder sowas. Kann das sein? Gut, müsste jetzt vergleichen mit einer normalen Zweier-Axt. Ja, das kann ich genau. Schon tot. Wir können ja mal, du hast ja zwei Achsen normal. Mach mal. Ich habe eine Zweier. Was habe ich denn für eine Zweier-Axt? Ich habe 11 Damage, Melee, Block 18. Ja. Stamina ja, schon. 14. Ich habe 12 und 20. Ja, dann wird das wahrscheinlich das Plus sein. Das ist meistens nicht so viel, glaube ich. Ist ja krass. Was wollten wir halt machen? Wir gehen jetzt erstmal zum Trader. Ist nämlich noch früh am Tage. Werden zwischendurch ein bisschen Eisen noch farmen. Und dann werden wir da den Eisenmann anwerfen. Die Schmelze. Die Schmelzofengeschichte. Sehr gut. Und zwischendurch vielleicht hier Steine, Eisen, Holz, Cotton. Cottene Motten. Recipes. Recipes. Ansonsten habe ich viel Shit dabei. Wobei, die Pine Seeds könnte ich gerne mal bepflanzen. Pflanzen, ja. Wollen wir erstmal zum Händler, dass wir das erledigt haben? Ist der schon offen? Um 5 Uhr? Wenn wir da sind, ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, machen wir. Gut. Übrigens hier, wenn man die Baumstümpfe zerschlägt, wo ist er? Da ist er. Hier. Diese hier. Ja? Ja? Kriegt man Honig raus. Ah, nice. Nur falls du mal wieder einen Magen verdorben hast. Gut. Zu witzen. Tatsächlich. So, bei meinem Baum soll pflanzen. Gibt alles XP, wir brauchen XP, let's go. Wo ist denn der Händler überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Richtung Nord, Nordost. Ich folge dir einfach mal. Richtung Ost, Ost, Nordost. Ist ja gar nicht so weit weg hier. Bam. Da trägt er schon wieder für Scheiße bei hier nicht. Ja. Dann müssen wir nochmal Wasser holen. Ich habe nochmal Gläser bei. Genau. Das ist erstmal der Plan, würde ich sagen. Dann machen wir uns Eisenwerkzeug. Das ist wahrscheinlich nicht uninteressant. Wenn wir das überhaupt schon können. Also Eisen einschmelzen bedeutet ja nicht gleich Eisenwerkzeuge herstellen, wenn ich mir den Skill Tree angucke. Nur so eine Idee. Iron. Verdammte Scheiße. Kann das sein? Das hat auf jeden Fall ein Lernsymbol. Ja. Oh, come on, dude. Wenn wir jetzt mal den Skill... Du kannst ja trotzdem einen ansetzen. Also. Ja. Hoffe ich. Guck mal, ob er schon offen hat, ob ich raus... Nee, er hat nicht offen. Ja. Boah, ich wieder teleportiert wäre, packe ich noch ein paar Bäume und Steine. Aber die... Also, mit dem Honig ist natürlich eine gute Sache hier. Das, finde ich, ist eine gute Sache. Donnerstag, den 13. Ja? Wo wir gerade so ein bisschen, ich versuche gerade, wie soll ich das sagen, Konversation zu betreiben, um die Zeit zu überbrücken. Honig, wow. Am Donnerstag, den 13. Gibt es die ersten Folgen von dem Tatortreiniger für Staffel 7. Ach toll, ich dachte, du kommst jetzt mit Atlas in die Ecke. Da wollte ich auch hinauf, aber du hast mir ja die... Ach ja, gut. Was? Ich bin schuld. Geht dir nicht du gut. Bist schuld. Nee, mir geht's nicht so gut. Tatortreiniger Staffel 7. Freue ich mich sehr drauf. Ein großer Fan von Bjarne Mädel und dem Tatortreiniger. Als Hamburger Jung müsstest du doch auch irgendwie. Na, weißt du was? Der Typ ist grandios. Ich finde einfach, der Tatortreiniger ist diese Rolle ist einfach tausendmal besser als hier was.
Was er als Ernie in... Als Ernie? Ja, ich weiß nicht, so diese Opferrolle. Ich habe so krass ihn nicht gemocht. Ja. Aber Zartoff Reiniger ist einfach eine massiv coole Socke. Das stimmt. So, kann ich hier irgendwie... Ja, freue ich mich sehr drauf. So, und jetzt du mit Atlas, komm. Ja, am 13. Donnerstags. Ich gehe jetzt einfach mal hart davon aus, dass das auch mit einem Download klappt und dass das nicht Wildcard ist und eine andere Firma und deswegen das auch am 13. Sollen wir vielleicht Zuschauern erstmal erzählen, was Atlas überhaupt ist oder worum wir hier darüber sprechen? Ah, das Radar hat offen übrigens. Wir können auch kurz das mal einschmelzen gehen, bevor wir weiterreden. Mein Ohr. Was ist passiert? Der hat mich voll angeschrien. Der Trader? Ja. Come in, Motherfucker. Oh, jetzt sind wir wieder gebannt. Atlas ist quasi, also sowas wie die Erweiterung von Ark, nicht die Erweiterung, sondern der zweite Teil von Ark. Das ist eine Destroyed Forge. War nur Destroyed? Ist eine Destroyed Forge. Scheiße, Alter, Mann. Ich hab hier irgendwo noch eine rumstehen? Kannst du mal gucken? Mal gucken, aber ich glaube, hier war nichts mehr. Der Zementmixer würde gehen, by the way. Ja. Die Chemiestation nicht. Ich war mir sicher, dass das... Scheiße. Ja, Mist. Scheiße, ja, ich hab viel Kacke bei. Warte mal. Ja. Wir können ja noch ein paar Jobs machen. Ja, genau. Lass uns doch mal. Und die können wir teilen übrigens, die Quests. Nimm doch mal Quests an und teil die da mit mir. Und lass uns so machen. Dann nehmen wir nicht beide an. Ja, wurde uns nämlich auch gesagt, dass wir diese Jobs eigentlich teilen können. Und was wir machen sollten, wir sollten unsere Basis absichern oder wir sollten uns eine Art Horde-Turm bauen oder sowas in der Art. Aus Flagstone. Aus Flagstone? Was brauchen wir dafür? Ich weiß noch nicht. Müssen wir erstmal nachgucken. Wie es jetzt in Alpha 17 ist, kann ich jetzt aktuell gar nicht mal sagen. Oh, es kam nur als Hinweis. Ja. Könnten. Hunting Knife Level 3 könnte ich mir leisten. Crossbow Fass. Das ist ja gar nicht so teuer mehr, scheinbar. Können wir hier ein bisschen Tools, warte mal. Ja, nee, eine Wrench. So, noch ich nicht. Erzähl mal weiter über Atlas. Ja, Atlas, Open World, Open World kann man auch nicht sagen. Ein Piraten-MMO, in dem ungefähr gleichzeitig bis zu 40.000 Spieler sein können. Also natürlich nicht auf einem Server, das sollte technisch nicht machbar sein, aber wahrscheinlich durch Vernetzung, wie man es wahrscheinlich auch von Ark kennt. Da ist ja auch möglich, mehrere Server zu clustern zu einem Server. Also ich glaube, wenn auf einem Server 40.000 Leute connecten wollen, dann macht der stärkste Server, auch die von G-Portal, schlapp. Ja, 100%. Du bist noch am Ding, okay. Genau. Scheiße, dann können wir deine Steine schmelzen. Nee, also das klingt doch ein bisschen krass viel, 40.000, achso. Ja, ich finde mit solchen Worten Werbung zu machen, finde ich immer so ein bisschen schwierig, weißt du? Also, weil du erzeugst ja Erwartungen. Ja. Ne? Clear Zombies, 2,1 Kilometer. Fetch. Was war denn Fetch? Buried Supplies. Sammeln oder was? Fetch ist einsammeln. Fetch. Aber da sind ja wahrscheinlich auch Zombies denn. Also F-E-T-C-H. Ja, ja. Ja, Fetch ist ja. So, warte mal. Die kann ich jetzt teilen, sagst du. Ja, hieß Quetsch. Es. Quetsch. Remove. Share Quest. Share it. I have shared. You share Quest tier 1 with your party. Players, Quest. Tier. Accept Quest. I've accepted. Let's go to the Quest. That's a good. That is ja hella good. Let's try to go to the Quest. Ich baue noch den Baum um, dann können wir weiter. Ja. Hast du die Tür zugeworfen, gerade ziemlich laut? Das ist. Können wir hier eine Zwischenkiste machen, vielleicht? Wollen wir sie beim Händler hinstellen, um sie nicht zu verpassen? Hier, ja, vorm Händler irgendwie? Ja, hier so Richtung. Hier, soll ich eine machen? Ich hab schon. Okay. Guck mal, wo du sie setzen kannst, weil ich glaube. Genau. Wenn du so noch unlockst, würde ich mir auch einmüllen. Okay. Du machst dich Beschützer.
Steine nehmen ja, wir mal Atlas. Mit. Könnte ganz interessant sein werden. Piraten-Setting mit Weltmeeren bereisen und dicke Monster. Wird allerdings PvP sein. Also wenn ihr da so... Ich meine, ihr könnt sicher auch einen eigenen Server machen. Zum Beispiel bei G-Portal. Link in der Beschreibung. Noch nicht wohl, aber... Soll wohl kommen. Dann... Soll kommen. Also sie haben bis jetzt auch mit Wildcard zusammengearbeitet. Ja, egal. Also ich will jetzt ja auch keine Werbung machen. 7%, 7%. Link in der Videobeschreibung. Du bist echt... Okay. Oh, ich müll mich mal ein. Ja, mach mal. Also ich bin ein bisschen eingefixt, so soll riesen Endbosse und Monster und so ein Kram geben. Finde ich überaus. Guck mal, da sind noch Bandagen drin, vielleicht kannst du noch was benutzen. Überaus interessant. Nö, ich hab 10 Heilbandagen da. Kommen wir Teilnehmer, oder? Ich geb dir mal 5. Ich hab noch 10. Jetzt noch Heilbandagen. Oh ja. Ja, genau. Mhm. Hier. Leg mal deine Schnuddelbandagen da rein, würde ich sagen. Scrap. Also für mich ist es ganz gut, weil ich mehr so Piraten als Dinos, ne? Aber wahrscheinlich, also weiß ich jetzt noch nicht und es gibt, glaube ich, auch noch keine Information dazu, ob man jetzt Sachen zähmen kann wie in Ark. Wäre aber doch nur logisch für so ein Spiel, dass du vielleicht mit deinem eigenen braunen Walross daherkommst. Weißrücken-Gorilla oder den, wir werden sehen, wie es ist. Also Tiger von Ezekiel. Was man im Gameplay-Trailer so ein bisschen sieht, ist, ich habe keinen Stein mehr. Ich hab noch, hier, warte mal, ich kann gerne helfen, ja, 400. Ja. Danke. Ja, lass uns mal Richtung Quest gehen, oder? Ja, wir gehen jetzt questen. Ja, ich bin sehr gespannt. Also im Gameplay-Trailer sieht man so Animationen von den Tieren und so weiter. Es gibt große Bosskämpfe. Es gibt auf dem Meer riesige Seemonster, die neben deinem Schiff dann auftauchen. Schiffe muss man bauen, so wie ich das da sehe. Das ist sowas, was ich überhaupt nicht... Ja, wahrscheinlich gibt... Ah, das ist ja hier oben. Nee, er knurrt eine nackte Lady. Naked one? Ja. Where she is. Oh, sie jumpt auch. The tätowiert one. Ja, Naked Guy. Naked. Achso, Naked Schüssel. Na gut. Bei Monetarisierung. Ach, ist nicht so schlimm. Ja, ist tot. Oh. Das ist aber nett, dass du so machst. Ja, muss man sehen. Also, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Es ist sehr vielversprechend und. Grafisch an Ark angelehnt, sag ich mal. Viele Sachen. Genau, also ich denke auch, dass sie da viel übernommen haben und auch aus der Erfahrung heraus. Wo ich so ein bisschen Angst vor habe, das ist so meine einzige Befürchtung bei dem Spiel und das werden wir dann am Donnerstag sehen, am 13. Ja. Inwieweit das einfach nur ein Reskin oder wie nennt man sowas, wie es früher? Ja, okay, also das ist einfach nur ein verwertetes Ark. Total Conversion für Ark ist, genau, ja. Ja. Das könnte natürlich so sein. Ich hatte hier noch 2 Zombies, du. Ja, warte, ich komme. Oh ja, I have 2 Skill Points, du. Wieso schieße ich eigentlich mit einem Billo-Bogen? Wenn ich einen guten Combo-Bow habe, frage ich mich gerade. Ja. Ich kämpfe auch gerade mit einem. Gut. Wir sind in der Nähe, ne? Oh, Mist. Ja, sehr gespannt. Auf jeden Fall kam das aus dem Nichts, das Spiel. Ja, aus dem Nichts, ne? Es hat eine, ich habe heute gehört, eine Schwesterfirma von Wildcard, die Arkma. Ne, angeblich die gleichen, nur unter einem neuen Namen. Ja, sind Leute von Ark dabei, ja. Okay. Aber nicht nur, so. Okay. Da bist du. Der ist halt auch hier. Weg ist er. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, also. Wir werden es sehen, ja. Wollen wir mal den Hype nicht so hoch schüren? Es ist ja doch wieder Early Access. Ja, ich finde, das hat nicht zu heißen, Early Access. Also für meinen Begriff, ne? Also es gibt natürlich richtig harte Early Access-Spiele, also wo du wirklich eine Alpha bekommst. Und bei dem Spiel hat man jetzt zumindest die Hoffnung, dass da ja auf jeden Fall... Stehst du wieder auf? Du stehst wieder auf. Das sind Leute, die sich damit auskennen, so. Genau, das meinte ich. Also sowas wie Netzcode und so weiter, was... gerne mal Probleme macht und zu Lags führt, wird damit... Oh, links. Ja. XP. Was?
Oh, was ist da denn bitte los? Ist das, die sind da oder was? Nee. Ist das das? Nee, sind noch nicht da. Wollen wir das jetzt echt aufräumen hier? Ja, Glasen. Okay, dann let's go. Was könnte das sein? Eine Horde. Das sind die Wanderer. Die stehen so rum? Ja, ja, die sind nicht aktiv, wenn du nicht, also sie wandern geil, auch, echt jetzt? Aber wenn du die nicht aufschreckst, also wenn ich jetzt hier Krach mache, ich kann ja mal was machen, pass mal auf. Halt dich fest. Nee. Guck mal, und sie bewegen sich alle, merkst du es? Na toll, mir war es schon klar, dass du jetzt auch den Eulen, guck mal da, der ist für dich. Das ist dein Freund. Was denn? Der Adler. Denn? Wo ist ein Adler? Scheiße, der ist über mir. Wo ist denn der Adler? Der ist oben, jetzt fliegt er wieder zu der Horde zurück. Ah, da, ja, ich sehe ihn. Okay, pass auf, du guckst nach unten, ich guck nach dem Adler. Mhm. Mist vorbei. Kommt er runter. Okay, es war dumm, du hast recht. Ich wollte einfach nur zeigen, wie es funktioniert mit dem Soundsystem. Hat funktioniert. Danke. Ich hätte es lieber so eben nach dem anderen weggeschnitzt. Ja, ja, ich verstehe schon, aber da wäre die Action. Ich habe so ein bisschen Angst. Hinter uns ist auch noch einer. Nicht so weit zurück. Ja, der kommt auch. Der Adler scheint auch unterwegs zu sein. Aber es gibt gut Punkte, also von daher. Einer ist hinter dir? Mehr? Hinter dir? Oh ja, ich sehe es. Ausdauertechnisch ungeil. Mist. Alter, da brauchst du 300 Jahre. 25.000 Pfeile. Nur glaubst du, halt, du musst so halt immer rechts nachspannen, ne? Das ist wichtig. Also wenn du erst links spannen, dann rechts drücken. Damit das Fadenkreuz kleiner wird. Achso, ja. Das nutze ich jetzt nicht. Ja, das sage ich ja. Wichtig. Wegen der Präzision. Ich mache, hätte Schadass. Okay. Kannst du auch ohne. Boah. Okay, fertig. Haben wir die jetzt? Ja, haben wir. Du musst mal kurz hier einsammeln, ja. Hinter uns noch, was? Ja, so ein Dicker. Das ist der Mann von der anderen. Du hast Pfeile liegen lassen, oder was? Verloren? Das ist, nee, die sind, wenn die Zombies despawnen. Ups, jetzt hast du hast einen Pfeil im Rücken, tut mir leid. Ich hab, wenn die Zombies despawnen, dann lassen sie die Pfeile als Säckel liegen. Der Mann kommt. Soll ich den mit Flinte? Ich kümmere mich schon mal um den Mann. Ja, ich mache mal sie fertig. Sie ist schon fertig. Oh. Oh. Warte mal, der Geier. Der ist aber noch hoch. Jetzt kommt er runter. Warte, der kommt runter. Mias? Nach links? Weiter, weiter, laufen. Ja, warte. Ich habe mich um den Geier so ein bisschen... Ja, ich weiß, aber der ihm egal hier? In seinen Hinterkopf. ...1079, alles klar, ist down. Der Geier? Kriege ich nicht da oben. Sehen nicht. Ja, direkt über... Da hinten links. Okay, scheint zu gehen. Machen wir den Rest? Ja, warte mal, ich würde gerne Pfeile ansetzen wenigstens schon mal. Ich kann dir auch teilen erstmal, ich habe ja noch eine Menge. Ich habe noch, aber... Ich habe noch 240, also wenn du noch... Ich hab jetzt nochmal 80. Was ist denn Geier? Was macht der? Wartet der, damit wir hier irgendwie angekratzt sind im Entscheidemoment? Wahrscheinlich. Er ist Schweinehund. Ich finde es am geilsten, wenn die einfach in der Bewegung sozusagen einfach aufhören und dann zusammenfallen. Finde ich einen geilen Anblick, sag ich jetzt mal. Oho. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Du bist ein Assi. Du hast so komische Lach gerade. Wie du mit mir redest. Also, ja, verdienst du eigentlich manchmal. Oh. Dieses Gegeifer mit diesem Gurgeln, was nach Land klingt, also eklig.
Dass mich der Geier, dass uns der Geier nicht angreift, finde ich echt schräg. Ja, machen wir hier, wie viele Level machen? Ich hab jetzt schon zwei. Jetzt kommt er. Sind ja ein Baum, oder? Oh ne, das hat den Tommy vergessen, danke. Naja, hab ich gelöst. So, viel ist nicht mehr, aber hier liegen noch Pfeile rum. Wieso kann ich nicht rennen? Achso, weil ich im Dingsmodus bin, ja. Hocke. Im Anvisierungsmodus. Ich finde, man erkennt sehr schlecht, ob man in der Hocke ist oder nicht. Ja, das stimmt. Tja, muss sein, wa? Oh, was ist das denn hier? Wir sind hier. Mein Bogen hat sich verzogen. Ah! Die Dicken kriegen ganz schön. Oh, warte mal. Warum greift der nicht an? Das ist ungewöhnlich, dass der nicht runterkommt. Der Adler? Ja, ja. Der macht wahrscheinlich. Der ist jetzt kein einziges Mal angegriffen. So, jetzt müssen wir bin ganz froh drüber. Ich hasse die echt. Das ist ein unnötiges Stück. Aber die brauchen halt nur zwei Pfeile normalerweise. Weißt du, die sind recht instabil. Oder auch nur ein, je nachdem, was du für einen Bogen verwendest. Oh, schön. Oh, bei der Dekolleté im Gesicht gehabt von dem Kerl. Na? Schwabbel? Screenshot vom Bauarbeiter Dekolleté. War eigentlich bei uns war immer der Maurer Dekolleté. Ja, Bauarbeiter, Maurer. Ah, vielleicht ist der Maurer zu speziell. Kommt jetzt der Geier gerade? Kann das sein? Hat? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Moment. Scheißegal. Hä? Ich liebe dich. Ich frage mich, ob du Schaden machst, wenn sie am Hochkommen sind gerade. Also, es hört sich zumindest so an. Ja, Treffen ist drin, aber... Ob das Spiel das auch so zählt, weißt du, was ich meine? Oh, nice. He's down. Fuck, jetzt halt hier. Wollen wir jetzt Richtung Quest gehen? Ich hab den Elch hier, ich hab einen Elch toten. Einen toten Elch. Hast du ein Messer bei? Ja. Bone Shield zumindest. Bone Chive. Nice. Ja, es kommt ordentlich Fleisch raus. Es waren jetzt 28 Fleisch. Weißt du, früher hat es das nie gekriegt. Allerdings musst du jetzt auch 5 Fleisch haben, um. Ja, klar. Allerdings auch realistischer, ne? 28 Schinken hier aus so einem Hirsch da raus. Aber man kann sich hier kurz mal einen Pfeil aus dem Rücken ziehen. Ah, kriege ich nicht. Warte mal, bleib mal stehen. Du machst ja wieder nur ein Foto. Ja, ja, natürlich. Okay, ich habe jetzt einfach 200 abgefeuert. Fotos. Ja, natürlich. Wie so eine Serienbildfunktion. Hast du sogar wahrscheinlich wirklich? Nein, habe ich nicht. Natürlich. Ich habe wahrscheinlich einen Finger. Oder was? Jetzt aber auch im Nacken. Ey, also wenn der Geier sagen, jetzt. Ja. Greif an, Geier, oder nicht? Lass es. Greif jetzt an, oder lass es. Wie in Rust, weißt du, die Angst, die du in Rust hattest, so diese latente, diese. Soll ich dir sagen, dass ich gestern nochmal eine Runde aus. Ich habe total vergessen. Es gibt ein Spiel. Oh Gott, das müssen wir uns angucken. Na, toll. Erinnere mich bitte nach der Aufnahme dran. Revenant oder sowas heißt das. Original Rust 1, nur in neu. Rust 1 in neu? Okay. Ja, also wie Rust Origin war, nur halt neu aufgelegt von jemandem. Sieht noch nicht so toll aus, noch nicht so rund, aber... Okay. Ich habe gestern ein bisschen in Ark reingeguckt. In Ark? Vanilla sogar. In Ark ich war nicht in Ark, in Rust, meine Fresse. Ah, Rust? Wie? Kann man das noch spielen? Wie? Rust Vanilla kann man noch spielen? Ja, Vanilla, ich schon das neue Rust. Das nicht Rust, Alter. Nein, nein, nein. Boah, das ist doch weit, ne? Mhm. Jetzt lass mal hier ein bisschen Strecke machen. Folge ist ja leider auch schon fast vorbei.
frisch. Deswegen lassen wir mal durch. Zumindest spoilern. Können wir vielleicht sehen, was das ist. Nochmal hier. Da ist auf jeden Fall Wasser, das ist geil, weil ich habe Gläser beißen. Hast so, du noch leere Gläser? Auf? Warte mal. Hä? Nee, habe ich nicht. Du hast nicht aufgenommen. Nein, ich habe keine. Wie, ich habe aufgenommen? Nee. Nee, aufnehmen tue ich nicht. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Nee, ich nehme nicht mehr auf. Du nimmst doch noch auf, exklusiv auf deinem Kanal. Diese Folge gibt es nur bei dir zu sehen. Geil. Also, wenn ihr jetzt bei mir gucken wolltet und dieses hört. Dann seht ihr nur. Tod mal Minias. Bild genau. Bei mir. Das wäre doch was, oder? Das ist der Next Step, sag ich mal. Das ist Next Level Shit on YouTube. Ja. Fix the tone. Bring it together. Genau, genau. Hast du Punkte gekriegt eben? Ich hab, nee. Oh, dann bist du zu weit weg. Ah oh ja, dann warte ich. Wie viel habe ich denn jetzt? 3. Bin Level 10. Ich dachte, du würdest noch Wasser auffüllen, deswegen habe ich da rumgehampelt. Habe ich, habe ich schon gemacht. Ja, ist ja schnell gemacht hier. Ist da irgendwas Packing zu trinken dabei? Echt nicht. Packing Mule kann ich noch hätte ihn nehmen. Oder was? Brauchst du erstmal Level so und so bei. Strange kann ich inneren setzen. So Strange. Strength. Strength. Das funktioniert ja hier nicht. Better Barker, Darn, Additional. Also Boom Headshot bin ich schon Level 2. Und das nächste ist Perception Level 5, das kriege ich sowieso nicht hin, also das kann ich schon mal vergessen. Hier bei Alaskar. Allerdings Pac-Mew müsste doch gehen, oder? Level 3. Naja, komm, mach ich. Hab ich jetzt ausgegeben, scheiß drauf. Danach gibt's dann Pac-Mule. Ich hab die Stärke erhöht. Fängt an zu regnen. Na super. Der Himmel weint. Ja, okay, erstmal weiter. Jetzt gucken wir nachher an. Vorhin haben wir einen halben Tag verbraucht, ne? Mit Rumtrödeln und Zombies. Ja, ja, gut. Ja, wir haben gelevelt, ne? Und geredet. Ja. Viel und nichts kam bei rum. Aber. Naja, meistens. Kennt man ja nicht. Kennt man. Weiß man. Kennt man. Ich habe keine Ausdauer, ich muss was trinken. Oh. Ich habe viel A nice city. I found a nice city with big houses. Yeah. And what we found in this city, we see in the next episode. Stay tuned. Okay, nochmal in Deutsch. Ich hab's verstanden. Ja. The next city is in Deutsch. Genau, die nächste Stadt will Deutsch sein. Das ist, wieder das ist München da vorne. Oder Berlin. Weiß ich nicht. Okay, lassen wir das. Ja. Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wir werden dann diese Quest machen, wenn wir doch ankommen und nicht noch eine Horde Zombies finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen Talk über Upcoming Games, Atlas, Revenant. Der steht direkt vor dir auf. Achso, das versucht ins Gesicht zu schießen. Ja. Ich dachte ja. Und ja, der Tatortreiniger. In diesem Sinne, wir reinigen Tatort weiter in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.